Liebe Gäste der Gala, ich wünsche Ihnen einen tollen, spannenden, unterhaltsamen und bunten Abend. Ich freue mich, dass ich dieses Jahr die Schirmherrschaft übernehmen durfte für eine großartige Reihe von Veranstaltungen und gratuliere dem Organisationsteam unter Leitung von Herrn Michel. Eine tolle Leistung, herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen einen Abend, der zugleich zum Nachdenken anregt über eine Stadt, die immer bunter, internationaler, vielfältiger wird, einer Stadt, die einen großen Spannungsbogen in unserer Gesellschaft hat, der geprägt sein muss von Freiheit, Toleranz und friedlichem Miteinander umgehen. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, weil Toleranz bedeutet nicht nur Verbot von Diskriminierung, sondern Toleranz bedeutet auch zu akzeptieren, zu respektieren, dass andere anders sind, andere Meinungen haben, auch andere Lebensformen leben. Und dieses zu respektieren ist ein Zeichen der Stärke. Und dieses nicht zu respektieren, auszugrenzen, ist eben genau das Gegenteil, ist ein Zeichen der Schwäche. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir auch Werte vermitteln, damit Toleranz und friedliches Miteinander im Alltag gelebt wird. Und in besonderer Weise ist dabei natürlich auch die Politik gefordert. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir weniger wegen des Geldes, sondern wegen der Symbolik die Gebühren für Eheschließungen und Lebenspartnerschaften gleichgestellt haben. Es war mir wichtig, dass die Antragstellung zur Registrierung der Lebenspartnerschaft nicht irgendwo stattfindet, sondern im Standesamt stattfindet. Und deshalb ist es mir wichtig, dass Sie Ihr Leben so gestalten können und dass dieses auch zum Ausdruck kommt in einem spannenden Programm mit 70 Veranstaltungen und nicht zuletzt in einer tollen Partynacht, die Sie heute feiern. Dazu viel Spaß und viel Freude. Stockhaus, ganz schönes Tag. Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart und Schirmherr des CSD Stuttgart 2011. Mir die Stimme verschlagen, mir den Atem geraubt. Mein gebrochen, mein geklaut, meine Sinne den Himmel, mir den Kopf verdreht. Ich werde unsterblich sein eines Tages, wenn ich dich überlebe. Wenn ich, sag jetzt doch mal für die letzte Reihe bitte auch endlich singen. Achtung! Du hast mir die Stimme verschlagen, mir den Atem geraubt. Mein gebrochen, mein geklaut, meine Sinne genebelt, mir den Kopf verdreht. Ich werde unsterblich sein eines Tages, wenn ich dich überlebe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bienvenue à tous à la grande fête pour les gays de Stuttgart. An alle Tussis und großen fetten Schwulen von Stuttgart. Et bienvenue aussi. Und auch herzlich willkommen. Au programme international. Zum Inter. Nationalen Programm. Gedacht sie nicht, Noble. Edle Schnitt. Avec toi, avec toi. La 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 la
unglaublich, in wie vielen Dingen wir uns voneinander unterscheiden. Also das beginnt schon sie zum Beispiel... Sie hat gerne dunkle Schokolade. Sie hat gerne helle Schokolade und ich habe gerne dunkle Schokolade. Ja, was ja zur Folge hat, dass ich einen wunderbaren, strahlenden, weichen Teint habe und sie etwa immer so bleich aussieht wie ein Gammelbär. Und sie bekommt Sonnenbrand. Ja, ja, Sarah, es reicht jetzt auch mal wieder. Es muss doch irgendetwas geben, was uns beide verbindet. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Fällt dir nichts ein? Nein, also, da müsste ich jetzt überlegen. Weißt du, irgendwas Kleines, Nichtiges, das kann ein gemeinsames Lieblingsessen sein oder ein gemeinsames Lieblingslied. Das muss ja nichts Großartiges Sarah, sein. Sarah, ich kann nicht denken, wenn du redest. Und ich kann nicht denken, wenn ich nicht rede. Entschuldigung. Ja, also ja, auf jeden Fall, jetzt ist mir etwas eingefallen. Und das wäre? Wir heißen beide Sarah. Genau. Ja, gut. Ist kein Scherz. Ja, das ist natürlich aber nur die halbe Wahrheit, weil ich heiße Sarah. Und sie heißt Sarah Rama. Ja. Rama, wie die Gottheit der Gestaltung, der Schöpfung, der Schönheit. Ja, Sarah Rama, wie diese Butter. Ja, diese Butter, Sarah, von der du immer so schrecklichen Ausschlag kriegst. Wo du danach schlimmer aussiehst, wie ich, wenn ich sonst... Sarah, wir haben es gecheckt. Ja! Ja! Verstehen Sie mal, sagen Sie mir lang, Sie sind ja nachher dieser Welt so viele Namen, da weiß man nicht, wie Eltern darauf kamen. Leon und Nele werden mal studieren, doch andere landen sicher bei Hartz IV. Jacqueline, 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 dein Name, der ist ein Ruin. Jacqueline, 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 da geht's dir so wie Severin. Jessica und Jenny arbeiten bei Penny mit Mustafa und Benny. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Ja, manche Eltern finden sich exotisch, doch Cosima Anouk, das klingt idiotisch. Belvish und Jazz und Justin Kleinschmidt heißen, oder Wilson Gonzales Ochsenknecht. Mir wird schlecht. Jacqueline, 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 dein Name, der ist ein Ruin. Jacqueline, 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 da geht es dir so wie Kevin. Will you ever return?
I see. Oh.